Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mal mit André Simon über die Zellalterung. Wie wir es schaffen mit einem System, was vielleicht auch in unserem Körper die Hormone reguliert, unsere Zellen erneuern kann und was die Gedankenmuster damit zu tun haben. Und mit welcher spielerischen Leichtigkeit mittlerweile Neurologen, Ärzte und Psychologen mit diesem System arbeiten, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber André, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, heute geht es ja um Verjüngung. Ja. Ja. Und dieses Thema, man merkt es ja auch immer, wenn man mit Menschen psychologisch gearbeitet hat und es war erfolgreich oder wenn besondere, siehst du ja auch in deinen Sitzungen, wenn die Menschen zu dir kommen, dass danach das Gesicht verändert ist. Die Augen sehen anders aus, irgendwelche Falten sind auf einmal weg. Die Hautfarbe hat sich verändert, man sieht dann bei manchen vielleicht eine Zartheit oder was Verhärmtes, was weggeht. Die Haltung. Und die Haltung. Ja, also ich habe eine Klientin gehabt, die 13 und die ging wie eine 80-jährige Frau zum Tisch. Und dann habe ich mit ihr zwei Übungen gemacht und sie hatte auf einmal eine kerzengerade Haltung gehabt. Auf einmal wurde sie kerzengerade. Binnen von Sekunden und war aufgerichtet, weil der Selbstwert aufgerichtet war durch die Übungen, die ich mit ihr gemacht habe. Und die Elizabeth Blackburn hat jahrelang geforscht, hat den Nobelpreis 2009 gekriegt für die Erkenntnis, dass wir eine Telomerase, ein Enzym produzieren können, das den Zellalterungsprozess verlangsamt. Also das ist hier die DNA, die Doppelhelix. Mhm. Und hier sind die Genschalter. Die beiden Augen sind die Genschalter, weil 98% der Gene haben Genschalter. Und hier unten, das nennt man auch Schnürsenkel, sind die Telomere. Und wir werden mit 30.000 Basenpaaren geboren. Also das, was ich jetzt erzähle, ist aus der Psychoneuroimmunologie. Und der Christian Schubert, der hat auch in seinem Buch geschrieben, also wenn wir jetzt so ein gutes Jahr haben, mit relativ normalem Stress, weil Stress ist ja per se nicht schlimm, ne, wenn man vom Säbelzahntiger steht und die Amygdala sagt, brauchst keine Angst haben und der hat Hunger, ist doof. Mhm. Ne? Also wenn die Amygdala, das Angstzentrum ausfällt, ist schon schlimm bei OPs. Ne? Und der keine Angst mehr hat und dann auf einer Herdplatte ins Feuer greift, weil er ja keine Angst hat. Ne? Also von daher ist es schon eine sehr starke Sache. Gefühle sind schon gut und auch die negativen Gefühle haben ihre Berechtigung. Was aber interessant ist, bei gutem Jahr verlieren wir 30 bis 60 Basenpaare. Und wir werden halt mit 30.000 Basenpaaren geboren. Bei 30, 6, 60 Basenpaare Verlust kann man verschmerzen. Bei hohem Stress, bei chronischem Stress, bei toxischem Stress, wo ich also bei ganz vielen Menschen, die chronische Erkrankungen haben, toxischen Stress haben, dann hat man herausgefunden, bei einer Studie mit Müttern, mit schwerbehinderten Kindern, sind die in 4 Jahren um 17 Jahre gealtert. Man kann also durch eine Blutuntersuchung, es gibt ein Labor in Mainz, wo sie die Telomerlänge messen können, können sie für eine Laboruntersuchung rausfinden, wie ist ihr tatsächliches Alter, ne? Also biologisch gesehen, und ihr tatsächliches Alter. Ne? Also biologisch und tatsächlich. Also Sie sehen dann, entweder sind Sie 50, ne, ich bin 50, werde aber jünger geschätzt, ja, häufig, sodass man sagt, okay, sehr wahrscheinlich erzeuge ich eine Telomerase, weil ich weitaus jünger aussehe. Warum? Ich habe sehr viele Gedankensätze, die mich in einem positiven Gefühl erzeugen lassen. Ich habe also sehr viele Glückshormone, weniger Stresshormone. Also werde ich sehr wahrscheinlich
biologisch gesehen weitaus jünger sein, weil man dem Menschen das ansieht. Und manche Menschen fragt man dann und die sagen, ich bin 20 und er sieht aus wie 40. Ja. Ne, so, das heißt, es kann nicht nur in die eine Richtung gehen, aber der erzeugt keine Telomerase. Und die Elizabeth Blackburn hat dann ein Manifest geschrieben, was sind die wichtigsten Faktoren, damit ich in der Lage bin, dieses Enzym selbst zu produzieren. Und alle diese Faktoren habe ich durch Bildsatzkombination halt in der Umgebung gestellt, so dass ich in der Lage bin, systematisch die Telomerase zu erzeugen. Und der wichtigste Faktor ist die Einstellung zum Stress. Wenn ich sage, das sind alles Maulwürfe, ne, Maulwürfe, Bedrohung oder Herausforderungen, entscheide selbst. Und das sind Wachstumsschritte meiner Persönlichkeit. Das sind alles Maulwürfe. Aber es muss was emotional mit dir machen. Ja. Wenn ich jetzt nicht drauf reagiere, dann ist der Maulwurf jetzt halt nicht in dem Fall mein. Dann sucht man sich einen anderen Gedankensatz heraus, wo ich dann halt merke, zum Beispiel das Alpaka, entweder bist du stärker als ihren äußeren Umstände oder du bist stärker oder die äußeren Umstände sind stärker als du. Also da sucht man dann irgendeine Bildsatzkombination aus, die dann den Stress als Wachstumschance sieht. Mhm. Ich habe ja unterschiedliche Gedankensätze. Wenn also der Maulwurf bei dir nichts auslösen würde, was aber bei vielen, der wird also sehr häufig genommen in Bildergeschichten, weil der holt ja von unten den Boden, ne, den besten Humus raus. Sag nochmal den Satz vom Maulwurf. Bedrohung oder Herausforderung, entscheide selbst. Viele sind ja in der Existenzbedrohung. Und die kommen gar nicht auf die Idee, das als Wachstumsschritt, als Herausforderung wahrzunehmen. Mhm. Und mit diesem Gedankensatz, wenn sie den geankert haben, den Maulwurf, dann kommen die überhaupt in die Situation zu sagen, hey, das ist ja auch eine Herausforderung, das ist ja nicht nur eine Bedrohung. Die kommen vorher gar nicht raus aus diesem Muster. Ja. Und mit dem Maulwurf kommen die da raus und zu sagen, hey, ich kann das ja auch mal anders betrachten, ich kann das ja selbst entscheiden, ob das eine Bedrohung bleibt oder ob ich das als Herausforderung sehe. Mhm. Und das ist der wichtigste Faktor. Dann haben wir die gesunde Ernährung, ist auch ein Faktor für die Telomerase. Dann 3x45 Minuten Sport, also die Antilope, erhalte dir deine Gesundheit und tue etwas dafür. Ne? Der Hase hat den Gedankensatz, gesunde Ernährung ist wichtig. Dann 7-8 Stunden Schlaf ist der vierte Faktor. Das ist bei mir der Siebenschläfer. Mit guter Schlaf fördert die Regeneration. Regenerierung. Ne? Und dann der fünfte, auch sehr wichtig, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und deine Lebensqualität erhöhen. Mhm. Das heißt, wenn ich umgeben bin immer nur mit Leuten, wo es alles furchtbar, es ist alles schlimm, man ist nur mit Leuten ergeben, die sagen, der Schuld, Hass, 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 dann kann ich noch so die vier ersten Faktoren super machen, dann können die äußeren Faktoren so stark sein, dass ich trotzdem keine Telomerase erzeuge. Also diese fünf Gedankensätze, diese fünf Bildsatzkombinationen, wenn ich die dann zu einer Geschichte mache und zum Schluss dem Frosch, es funktioniert, also Bedrohung oder Herausforderung, entscheide selbst. Gesunde Ernährung ist wichtig. Gesunder Schlaf fördert die Regeneration. Erhalte dir deine Gesundheit und tue etwas dafür. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und deine Lebensqualität erhöhen. Es funktioniert. Oder ich baue mir danach, aktiviere deinen inneren Arzt nach diesen fünf Faktoren, ne, den Axolotl, mit aktiviere deinen inneren Arzt oder nutze deine Selbstheilungskräfte und dann es funktioniert. Wenn ich jetzt gerade in Resonanz gehe mit diesem gesunde Ernährung ist wichtig, kann ich so mir einen Satz auch nochmal anders umformulieren, dass ich sage, frisches Gemüse,
baut, erneuert deine Zellen oder fördert deine Schönheit oder was auch immer, wenn ich jetzt auf diese gesunde Ernährung nicht reagiere. Weil gesunde Ernährung assoziiere ich immer mit diesen DGE-Richtlinien, wo ich denke, weil ich habe da eine andere Koppelung, weißt du. Ja, also es ist natürlich so, ich habe unterschiedliche Gedankensätze zum Thema Ernährung. Mhm. Und dann sucht man sich die Sätze raus, die dich dann persönlich berühren, wo du dann sagst, du merkst ja sofort, ob du Widerstände hast oder nicht. Und das merken alle meine Patienten. Und ich merke ja auch dann sofort, wenn ich eine Bildergeschichte habe, Reaktion, da reagiert nichts, ja. Reagiert nicht. Und dann suche ich ja, mein Arzt, mein Therapeut, die dann das System auch anwenden, die suchen ja dann auch sofort, ne, nach einer Lösung, neuer Gedankensatz mit einzubauen. Und dann gucken sie erstmal, welcher Gedankensatz kommt man nicht klar. Jetzt hast du den zum Beispiel jetzt geankert und sagt, gesunde Ernährung ist wichtig, ist falsch, aber achte auf eine Zellerneuerung, damit dein Körper die Impulse bekommt, die er verdient. Ne? Ja, ja, genau. So. Irgendwas, was halt mehr in Resonanz geht, ja. Oder mit Lebendigkeit irgendwie. Also, ja. Mhm. Ne? Du bist der Gewinn, ne? Lebe das Leben, ne? Ernähr dich gesund. Ne? Wie gesagt, achte darauf, dass die Zelle die richtigen Impulse bekommt. Ne? Ich habe ja einen Gedankensatz mit dem Chamäleon, finde die Gedankensätze heraus, die falsche biochemische Impulse an die Zelle senden und gib ihnen neuen, damit die nächste Zellgeneration die richtige bekommt. Mhm. Der wäre jetzt zum Beispiel der Chamäleon, der Satz, der sagt, ich sehe ja die Augen, da die glänzen, passiert was, ja, da passiert was. Mhm. Und dann würde ich den Gedankensatz in die Bildergeschichte mit einbauen. Mhm. Jetzt Verjüngung und Zellerneuerung ist ja ein Aspekt, aber nichtsdestotrotz ist ja auch das Thema Gewicht, ja, oder Optik im Außen für viele auch ein wichtiger Faktor, ja, dass man sagt, hier, warum kann ich nicht abnehmen oder warum baut sich keine Muskulatur auf oder einfach so dieses, da passieren ja auch Systeme. Ja, 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 klar. Ich sag mal, hinter jeder Erkrankung steht ja ein Gedankenmuster der Selbstverurteilung, der Selbstverletzung. Und wenn jetzt jemand halt abnehmen möchte, ich habe eine Klientin gehabt, die hat mit dem System in einem Jahr 20 Kilo abgenommen. Dem System. Und da war ein zentraler Gedankensatz in dieser Bildergeschichte, sei dankbar für deinen Körper. Mhm. Und viele bauen sich eine Schutzschicht auf, ne, für die böse Welt, ne, und das machen die ja nicht bewusst. Die machen das ja durch automatische Konditionierung. Ne. Mhm. Und da ist in der Bildergeschichte, sei dankbar für deinen Körper, erhalte dir deine Gesundheit und tue etwas dafür, werde aktiv, deine Fähigkeiten ergeben sich mit der Handlung, ne, du gehst deinen sicheren Weg, dranbleiben, weil du es kannst, du schaffst das, du hast es gut gemacht, es funktioniert. Mhm. Da sieht man schon, wie viel Liebe da drin ist. Mhm. Ne? Und man könnte auch zum Beispiel da noch den Gedankensatz, stärke dein Selbstmitgefühl. Ne? Also zum Beispiel könnte man auch so anfangen, funktionieren oder leben. Stärke dein Selbstmitgefühl. Mhm. Sei dankbar für deinen Körper. Dranbleiben, weil du es kannst. Erhalte dir deine Gesundheit und tue etwas dafür. Nimm dir Zeit für dich selbst. Teile dir dein Tempo ein und du gehst deinen sicheren Weg. Mhm. Und es funktioniert. Super. Jetzt haben wir ja oft auch übernommene Dinge. Wir haben ja auch schon mal in einem Interview gesagt, epigenetisch, wenn dann natürlich die Eltern übergewichtig oder sind. Oder Introjekte oder auch das Thema Täterintrojekte. Ne? Mhm. Also ja. Beschreibt es mal vielleicht ganz kurz. Wenn also ein Täter dann bei diesem Prozess, der dann leider stattfindet, dann dem Opfer seine negativen Gedankensätze implementiert
Und das sind Introjekte, das sind Täterintrojekte. Und man kann durch den Kuckuck diese Gedankensätze herausfinden, indem man dann den Gedankensatz, diese Gedanken gehören jemand anders. Mhm. Und immer wenn der Kuckuck dann einem bewusst wird, weiß man, dieser Gedankensatz gehört nicht und kann dann rausgehen. Also da sind Sachen möglich, gerade in der Traumatherapie, gerade wenn es um Täterintrojekte geht, hat man mit diesen Systemen eine hervorragende Ergänzung zu den bisherigen Sachen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man wirklich mit dem System arbeitet und es begegnen einem im Leben eben diese Sätze oder Blockaden oder Herausforderungen oder man sieht dann auf einmal einen Ort, der einen an diese Geschichte erinnert, dass dann wirklich das Gehirn dieses Tier aufploppen lässt. Ja, oder vorm inneren Auge oder... Mhm. War auch die schöne Geschichte, gell? Mit der Frau fällt mir gerade ein. Also das Interessante hier ist, zum Beispiel, man hat Trigger. Ne? Mhm. Und dann habe ich in der Bildsatzkombination, gebe den Triggern die Chance, anders zu sein. Ah. Und dann ist es so, dass man dann halt schaut, dass man nicht mehr in dieses gleiche Muster reingeht. Ich sag mal, mal losgelöst von den Täterintrojekten ist es ja auch so, dass wenn ich jetzt in der Kindheit erlebe, mein Großvater war sehr hart und sehr streng. Mhm. Und irgendwann erlebe ich, dass ich selbst so wie Großvater werde. Ich will das nicht. Dann hat mich das damals emotional berührt. Dann hat er mir seine Gedankensätze übertragen. So, und dann kann ich mit diesen, wenn ich dann sage, also irgendwas habe ich im Gefühl, ist da ein Introjekt. Ne? Mhm. Also ich habe Introjekte. Ich habe da Gedankenmuster, wo ich sage, die sind nicht meine. So, dann nehme ich das als Thema, suche mir die Bilder raus, kriege dann die Gedankensätze heraus, die dieses Muster darstellen und baue dann gezielt neue Gedankensätze ein, damit ich die Introjekte, und da ist natürlich der Kuckuck immer prädestiniert und da ist es so super, wenn man dann in der Bildergeschichte dann hat, die Gedanken gehören jemand anders, falscher Fokus, du machst deine Sache, ich mache meine Sache, bau dir dein Leben nach deiner eigenen Architektur auf, dranbleiben, weil du es kannst, du gehst da einen sicheren Weg, du schaffst es, du hast es gut gemacht, es funktioniert. Mhm. Das heißt, hier sieht man einen richtigen Abnabelungsprozess von den alten Mustern zu dem neuen. Mhm. Super. Bei den, das funktioniert aber auch bei egal wem, oder? Also ich kann auch mit Kindern da. Was ist ja, denn? Gerade angenommen Kinder. Jetzt Kinder, wenn die jetzt zu klein wären, gibt's überhaupt? Also kann ich denen dann auch die Karten ins Zimmer hängen in ja, der Reihe und die nehmen also, das unbewusst auf? Also ich habe ja schon viele Familiencoachings gemacht mit Kindern, die 6 waren und die ganzen 4 Stunden geblieben sind und sich für die ganzen Dinge. Ich habe ja die Handpuppen. Ja. Das ist ja so lebendig. Und die Kinder, die suchen ganz schnell ihre Bilder aus und die wählen dann auch viele Bilder aus. Also sind dann nicht nur 4. Und sie verstehen auch diese Bildsatzkombination, wenn ich jetzt nicht längere wissenschaftliche nehme, die erwähne ich ja nur für die logisch basierten Menschen, weil da reichen nicht, du schaffst das, aber der Frosch für ein Kind, eine 4-Jährige hat mich mal gefragt mit einem Smiley, wofür steht das? Du bist der Gewinn. Mhm. Ja, und ich hatte mal einen 3-Jährigen gehabt, der Entschuldigung, du bist der Gewinn, könnte bedeuten, dass sie in Resonanz mit dem ging, weil sie sich nicht als Gewinn sieht. Weil sie wahrscheinlich vielleicht gar nicht geplant war oder so. Könnte man jetzt, was auch immer, aber das wäre so ein Gedankenmuster. Richtig. Oder ich bin nicht erwünscht oder ich, was auch immer. Ja, aber deswegen kommt der Gewinn und das. Triggert ihr. Und dann hatte ich habe ja eine Technik, die nennt sich Happy End Effect Technik, wo man in jeden Tag ein Happy End Effect einbaut mit den schönsten Erlebnissen seines bisherigen Lebens. Mhm. Und da ist es so, da schreibt man auf einen Zettel drauf, was macht mich glücklich, wofür bin ich dankbar und was macht mich zu dem Menschen, der ich besonders bin. Und dann schreibt man das alles auf und da ist dann eine Karte und
da ist der Elefant für Dankbarkeit, der Löwe für innere Stärke und der Marienkäfer und das Glücksschwein, das Hausschwein für Glück. Mhm. So, und wenn man die Karte dann draufschreibt, weil da steht drauf Medizin für trübe Gedanken, auf dem Zettel steht da auch Medizin für trübe Gedanken, da klebt man dann sein Foto drauf und dann schreibt man die Dinge drauf, die für Glück, Dankbarkeit und innere Stärke stehen. Und das Interessante ist dann, wenn ich das alles aufgeschrieben habe, wenn ich also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen habe, dann gucke ich, was kann ich von diesen Dingen tun? Denn wenn wir Stress haben, machen wir dann gleichzeitig, also eigentlich dann immer nur das eine. Aber wir haben dann nicht die Facetten. Wir haben dann nicht die Auswahl. Ja. Und dann nutze ich das irgendwann ab. Dass man die Tätigkeit macht, die vorher für Glück und Dankbarkeit stand. Wenn ich dann aber den Zettel dann nach und nach Tag für Tag, Woche für Woche dann ausfülle und dann komplett habe, dann sind hier die schönsten Erlebnisse des Lebens eingebaut. Also mein Sohn hat mal eingetragen unter Dankbarkeit mein Körper. Mhm. Unter glücklich hat er dann Essen eingetragen, Pizza oder was auch immer. Und damals war es dann halt so, unser innere Stärke hat er Mathe. Der war bei Mathe gar nicht gut. Dann hat er es aufgeschrieben und ist in Mathe um eine Note besser geworden. Mhm. Weil er gesagt hat, ich kann Mathe. Und das ist so, wenn ich jetzt eine Geschichte im Kopf habe, aber schreibe die nie auf, geht sie nie zu Ende. Wenn ich das aufschreibe, ist das eine ganz andere Haltung. Mhm. Wenn ich die Bildsatzkombination sehe, in zwei Ländern wird die Museumstherapie auf Rezept verschrieben, die reine Bildertherapie. Und dieses System erzeugt gezielt Gefühle, weil ja die Gedankensätze nachvollziehbar sind. Das sind ja einfach nur Assoziierungen, die im visuellen Kortex, in der visuellen Assoziierung hinten abgespeichert sind. Mhm. Und deswegen, die Telomerase kann jeder von uns erzeugen, aber er braucht die täglichen Stimulationen dafür. Einmal die Haltung zu sagen, ich möchte mich besser ernähren, ich möchte eine andere Einstellung zum Stress, ich möchte 3x45 Minuten Sport machen, das bringt zu wenig für eine aus neurologischer Sicht nachhaltige Veränderung. Wenn aber die Bildergeschichten aufgestellt sind für die Faktoren der Telomerase, ja, dann werden sie nach einer gewissen Zeit Bestandteil eines Selbst, weil man ja diese Sachen die ganze Zeit als Befehle für das Gehirn, als Stimulanz für das Gehirn getriggert bekommt und dann ist man in der Lage, systematisch die Telomerase zu erzeugen und alle meine Klienten, die 20 bis 50 Gedankensätze geankert haben, sehen deutlich jünger aus, laut ihrem Umfeld. Also man kann die Telomerase sehen. Ja. Und was interessant ist, wenn ich jetzt Klienten habe, das sind ja nur 4 Stunden, aber in diesen 4 Stunden kommen die meisten halt als V rein und die sehen so aus, ne? Und auch gebeugt und sitzen so. Ja. Und dann hinterher sitzen die so und sagen, ich habe eine Zuversicht. Ich weiß, dass es jetzt aus wissenschaftlichen Gründen geht, also nicht nur aus mentalen Gründen, sondern diese ganzen Regulationsmechanismen, weiß ich, wie ich die jetzt verändern kann. Und ich freue mich jetzt auf das Leben. Und die sehen wirklich paar Jahre jünger aus. Mhm. Ich hatte eine Klientin, Dialysepatientin, und sobald die ins Grübel gang, sah die 5 Jahre älter aus, hat die wieder gelacht, sah die 5 Jahre jünger aus. Und dieser Zustand wird jetzt durch die Bildergeschichten stabilisiert. Das heißt, so wie die am Ende rausgehen, so wie die Reaktion am Ende ist. Ich hatte eine, die ist in der psychosomatischen Klinik gegangen und das Wochenende vorher haben wir das gemacht. Und die war total durch. Und dann habe ich in einer Bildergeschichte, das ist der Weg, eingebaut. Und auf einmal schmunzelte die. Mhm. Und ich sage, boah, schmunzeln für Hochdepression und geht in die Klinik. Und die wollte unbedingt die Bildergeschichten mit in die Klinik nehmen. Mhm. Und auf einmal sagte sie, das erinnert mich jetzt an Star Wars. Da gibt's doch die neue Serie und da sagen die auch immer, das ist der Weg. Ja, genau deswegen habe ich den gemacht. Dann öffnete sie sich. Mhm. Nach 2 Wochen
kriege ich von dieser Person? Und die Mutter sagte, als sie dann nach oben gegangen ist, sie hatte eine ganz andere Körperhaltung. Mhm. Sie hatte ein ganz anderes, entspanntes Gesicht. Sie sah mehrere Jahre jünger aus. Sie sah befreit aus. Sie sah losgelassen aus. Das war nach einem Tag wieder weg, weil das so schnell ja nicht verankert werden kann. Aber dann kriege ich nach 2 Wochen die Karte, wo dann draufsteht auf der Karte, das Beste an Medizin ist der Mensch selbst. Und dann hat sie sich bedankt und hat mir das Buch von Herr der Ringe, weil sie dann erzählte, ob ich das Millarium kenne, sagt, kannte ich ihn, hat sie mir das Buch und dann nochmal einen Geldpräsenten holen. Mhm. Und gesagt, dankbar für mein neues Leben. Und wenn man so welche Sachen und 39 ja, Jahre geht in die Klinik und ich habe am Anfang des Gesprächs wirklich nicht gedacht, dass die von diesem Zustand jetzt nach 2 Wochen in so einem Zustand kommt, dann sieht man, wie die Biochemie auf die neuen Gedankensätze, wie das Gehirn, das Herz nur auf die neuen Gedankensätze gewartet hat. Und wenn das Gehirn die ganze Zeit sieht, wird die Umgebung ja zu einem sicheren Ort. Ja, so schön. Also man muss es wirklich erleben. Ich habe dich ja jetzt schon oft hier gehabt und es ist wirklich am Anfang, wenn man es hört, denkt man, das. Also man kann es schwer greifen, gell? Man muss es wirklich einmal erlebt haben und dann auch verstehen, was dann nachher die Sätze wirklich für Emotionen und dann eben in Folge die ganzen hormonellen Prozesse ausgelöst werden und dann einfach so viel Heilung auch entsteht. Das ja, weil ja die ganzen Regulationsmechanismen verändert werden. Es werden ja nicht nur die Hormone verändert, sondern ich hatte ja auch eine Klientin, die hatte Progesteronmangel und Östrogenüberschuss und war mit 15 Gedankensätzen nach 6 Monaten nach Messung komplett eingestellt. Nur durch 15 neue Gedankensätze hat sie die ganze Hormongeschichte reguliert. Aber es wird ja das autonome Nervensystem verändert, der Vagusnerv wird anders stimuliert, die erlernte Immunantwort wird verbessert, die Telomerase wird erzeugt, die Genschalter werden verändert. Die Veränderung der Biochemie, die 60.000 biochemischen Impulse, die hatten bisher in der Schulmedizin keine Rolle gespielt. Ne? 60.000 Impulse machen ja auch nichts. Ne? Also 60.000 biochemische Impulse sind enorm wichtig, dass die Neurobiologie endlich, und deswegen die Ärzte, die mich kontaktieren, die sind so dankbar, endlich ein Tool zu haben, wo sie bei psychischen Erkrankungen, chronischen Erkrankungen weiterkommen und der Mensch durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie zum Beispiel die Telomerase, dann einen festen Halt hat und sagt, es ist möglich, dass ich wieder mehr Telomere habe. Weil wenn ich keine Telomere mehr habe, bin ich tot. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass es eine Zellalterung gibt, was sollen denn die schwerbehinderten Frauen machen, die in der Studie gewusst haben, sie sind um 17 Jahre gealtert, wenn sie es nicht wüssten, dass es in der Telomerase geht? In 4 Jahren sind die um 17 Jahre gealtert. Was sollen die denn machen? Wenn die aber wissen, hey, es gibt die Möglichkeit, eine Telomerase zu erzeugen, dann kann ich das ja umkehren. Dann kann ich ja den Alterungsprozess verlangsamen. Und deswegen war mir so wichtig, heute über diese Thematik zu reden, dass jeder weiß, jeder ist in der Lage, dieses Enzym zu produzieren. Nur wenn ich nicht die Verhaltensweise, die Faktoren der Telomerase nicht mache im Leben, dann kann ich auch keine Telomerase produzieren. Ja, super. Wieder mal richtig spannend. Da müssen wir mal noch gucken, was ich meine Telomerase, was wir da machen. Und ich habe auch noch zum Schluss eine Bildergeschichte. Okay, ganz schnell. Bringe Klarheit in dein Leben und die Resultate werden folgen. Du darfst das Glück und die Liebe annehmen, es gehört zu dir. Den größten Schutz trägst du in dir selbst. Er besteht aus Selbstwert, Selbstliebe, Selbstmitgefühl und Urvertrauen. Richte den Fokus der neuen Gewohnheit auf deine gewünschte Identität und sie wird Bestandteil. Minimale positive Veränderungen pro Tag werden zur Gewohnheit, die das Leben verändern.
Lass die anderen reden, gehe deinen Weg und sei behutsam zu dir selbst. Das war schön. Danke, lieber André. Und wir sehen uns bald wieder. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie waren genauso schön berührt von dieser letzten Geschichte und können das vielleicht auch, ja, bei sich integrieren. Wünschen auf jeden Fall eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.